Thank you.
Maar hier is Bob Frankhaus, de harde! Nee, we vinden het wat ik iets met uitnet te doen. Ik denk niet dat we in de livestream mogen, daarom ben ik dan. Ik hoop dat ik even op de camera kom. Er is nog steeds een shit eruit. Maar ja, zo zijn we er mee in ready.
heb ik van de camera. Helemaal niet zo. Ruimte in het Lioness Oost-Tenny links Thai Oost-Neslau am Orsch van de Wand. Ja, en van Neslau op Pieper, daar is een machine weer zweimal umstiegen op de bus en een Riesengitter. Voor mij is dat etwas vom abgelegensten, wat gibt op dit planeet. Wobei ich finde, eine Zivilisation ist 50 Meter links und rechts von der Tramgleis. So, haben wir das ein bisschen gehabt. Da sehen wir beide Teams von oben und ihrem jeweiligen Vereinslogo bei der Goalie-Beschwerung. So, wir hoffen, dass wir das Spiel ohne Probleme können über die Bühne bringen. In der Nazi A hat es ja diverse Probleme gegeben. Bickler ist der Stream tot, Chur ist irgendwann mal irgendwo gestanden. Also eben, wir hoffen, wir werden von diesen Problemen verschont. Wir streamen ja auf eine andere Plattform von dem her. Hoffen wir, dass wir von solchen Environment-Fäden verschont bleiben. So, wenden wir uns dem Spiel zu. Ja, was haben wir da? 11. Runde. Und wie sieht die Tabelle aus? Also, Sharks sind Zweite. Und Blubberline ist Fäuste in der 8. Gruppe. Und heute Abend beginnen wir mit Schweizer Künstler aus Neslau. Ich komme mit dem Nummer 8 ein. Da vorne vor. De laatste drie partijen zijn de drie te grootste van Neslau. So, jetzt sollte all Technik laufen und wir hoffen mal das Beste.
staatje aan je best. Dan moet je hem krijgen. Tja. Schon zweite Livestream hinter mir. Kanu Polo kann man nur jedem empfehlen. Swiss Kanu Polo auf YouTube. Könnt ihr dann die Aufzeichnung anschauen vom Friendship Turnier, das am Wochenende stattgefunden hat. Hochbesetztes Turnier mit dem Weltmeister. Wir haben jetzt hier Breitensport übertragen, jetzt im Unihockey. Dann ist das erste Mal am Wechseln. Ja, und die Auslösung war auch wieder nicht allzu präzise gewesen. Kontrolle und Präzision ist das, was entscheidend ist. So, jetzt schauen wir, ob die Sharks das jetzt mal ein bisschen besser können. Aber wie war das? Ja. Aber hallo. Ja gut, das wäre ein Abschluss, aber ein Abschlüssli. Ja. Ja, der Kleine ist wenig ballsicher. Der Vorwärtsbewegung verschlammt man immer wieder unnötigerweise den Ball. Das habe ich gerade das letzte Mal gesagt. Ja, zwischendurch sieht man natürlich auch noch ein bisschen etwas anderes als erste Liga Dame. Meinerseits betreffen tut, ja. Wir haben schon länger kein Lines-Spiel mehr können übertragen, da ja andere Termine zum Teil Vorrang haben, wie zum Beispiel Skireinsatz. Okay, jetzt sind wir 3 Minuten gespielt. Und ich komme so vor, als hätte mir das Valium hingezogen. Ja, das war nicht unbedingt ein richtiger Aufregner, zwar ein bisschen gefährlich vor dem Goal, aber eben Ballverlust, absolut unnötig. Die haben, glaube ich, alle noch ein bisschen Weihnachtsblues, so, wie sie auf dem Feld sind. Das ist immer noch zu wenig Intensität. Ja, super. Und das ist ja wieder. Der Goalie hat den Ball, will nach vorne ausspielen und dann geht man nach links oder rechts nachher mehr abdecken. Was das ist? Eine aktive Bewegung. Im Umkreis von 3 Metern, wo der Goalie den Ball aufgenommen hat. Aktive Bewegung, aktiv. Goalie nimmt den Ball auf, Torhüter. Aber eben, keine Sau pfeift.
darum schaue ich mich immer so blöd an, wenn ich die Leute rausstelle, tue genau für solche Aktionen. Der Goalie-Behinderung, das haben wir den Nazis zu verdanken, weil dort wird das überhaupt nicht pfeifen, scheiße, egal was gemacht wird. Und das Schönste, was man noch gesehen hat, war, es gibt eine Strafe. All im Fernsehen, Schweizer Fernsehen bringt die aktive Torbehinderung, wo jeder Schiedsrichter gesagt hat, das wäre eine gewesen, und dann geht der Spieler raus für Stockschlag. So, jetzt haben wir das mit Goalie-Behinderung auch wieder mal, also Torhüterbehinderung. Heißt das so schön, darum schreibt man auch T auf den Spielbericht und nicht G. Wenn man im Live-Ticker das Häkchen bei G für Goalie muss machen, weil es wie Sunjoke ja unbedingt keine Ahnung hat, dass man das Naming von A bis Z richtig durchzieht. Also das heißt T für Torhüter. Ja, das hat er glaube ich keinen gesehen, wunderbar. Also, ich muss da mal rein und versuchen, da möglichst der Ball rein. Also. Zeit, dass man endlich wieder mal anständig alles rumzieht. Ja, immer fit für so gute Zeit machen. Ja gut, da ist der Goalie ähnlich. Sorgen, dass wir das als Chance gesehen haben, wenn er sich bewegt hat. So, aber das Goal ist ja unglaublich. Jetzt forcier weiter auf. Ja, aber so muss ich ja nicht doppeln.
van hem brengen tussen dan allemaal. En dan allemaal daar zijn we nogmaals de school. Als hij weer pas van terug komt, dan is hij wel irgendwie dringend. Doch da nochmal das Goal. Also ihr wisst ja, sie spielt den Ball in die Mitte. Und wir sehen jetzt nochmal, da kommt der Ball und dann Goalie. Und so ist sie drin. So, also, jetzt alle, die da nicht richtig gesehen haben, so wie ich, wie der Treffer erzielt worden ist, das haben wir jetzt auch noch geschwind können klären. Ja, erstaunlich ist, sind leider nicht in Fran. Aber wir haben die letzten drei Spiele verloren. Das letzte nur mit einem Tor Abstand im Oktober von dieser Saison. Ja, weil aus dem Ball gewinnen hat man nicht zu wenig gemacht und Sachen gegen Stoß. Aber das ist alles irgendwie doch nicht so richtig und auf den Fingernägel am Brennen. Das plätschert einfach ein vor sich an. In der offensiven Zone. Jetzt mal schauen, sehen wir eine Variante. Die Schiedsrichter wollen da einen Längswechsel machen. Doch nicht. Dann geht er wieder da oben wieder zurück auf die Torlinie. Und jetzt sind sie hinter dem Goal am Durchspielen und versuchen da irgendwie ja, der Schiri wollte es heute auch mal noch heim haben. Darum hat er jetzt den Ball geholt. Das ist, glaube ich, auch schon ein Zeichen für das Niveau von dem Spiel. Wenn der Schiri in den 12 Minuten schon anfängt, die Bälle zu holen. Und er hat den Zeitnehmer gefunden, der hohe Scheiß, da lassen wir die Tour doch noch länger laufen. Ja, aber immer, wir werden sehen, wenn es auf dem Feld heißer wird, dann werden die Leute ein bisschen fitter werden, wenn das Adrenalin ausgeschüttet wird.
aber bis jetzt hat noch nicht sehr viel Hand und Fuß. Okay, was Schiri jetzt gerade gemacht hat, ist mir auch nicht unbedingt eingeleuchtet. Da muss man pfeifen, hinter dem Goal. Das ist geheben mit der Stockhand, das ist genau der Scheiß, den man nie pfeift. Das taktische Vergehen, das sich primitiv nicht überall umgeht in der Schweiz. Und wenn man dann an der WM spielen tut, dann wird es plötzlich abpfeifen. Dann haben die Schweizer so grosse Augen und das kotzt mich einfach da. Aber das ist ja normal. Wer sich an den Nation orientiert, sorgt dafür, dass Schweizer Unihockey einen Rückschritt macht. Und das ist das grösste Problem in der Schweiz. Wer tut sich an diesen Vollposten in der NLA orientieren, wo man dann sicher sein kann, dass, wenn es darauf ankommt, dass man sicher garantiert nicht mit denen zu tun haben wird, weil das Regelwerk aber sagt, dass die sicher nicht ins eigene Land werden pfeifen. Und die Schweizer Unihockey ist in Sachen Körper mehr Einsatz als in den anderen Ligen. Das Problem ist einfach, der Einsatz ist immer falsch. Da wird immer mit Händen und Füßen gestoßen, anstatt mit Schultern geschafft. Und ja, da muss man sich nicht wundern. So, Mama, jetzt bin ich ein bisschen wacher geworden nach dieser Hastriade. Aber eben auf dem Feld passiert ja nicht viel, bis jetzt ein Goal. Und das Goal ist ja eins gesehen, wo man müssen drei oder viermal anschauen, weil man ja nicht gesehen hat, wie der Ball überhaupt von dort aus ins Goal hat können torkeln. Go!
Toen het een Lions trainer, maar ik ging go aan. Het is even in de strafzone, de trainer Lioness. Hij is dat ook iets. Mittlerweile muss man sogar am Boden Linien machen, damit man nicht die Wechselzone verlässt und in die Strafbankzone hineingeht. Gemäß Reglement Linie am Boden, weil die Leute ja nicht fähig sind, das zu machen. Das ist 10 Meter rum, das wird doch lange. Wobei eben, jetzt gibt es Leute, die sind noch näher dran, stehen in der gegnerischen Strafbank und finden dann ja Bescheid. Du kannst schon Leute kommunizieren, ich stehe ja da und höre dich nicht. Da muss ich eben sagen, wie blöd bist du eigentlich? Du gibst sogar zu, dass du außerhalb von dieser Zone stehst. Und wenn ein Schiri Vorteil sagen tut, dann musst du das als Trainer überhaupt nicht hören. Es geht mir so am Arsch vorbei. Vor allem, wenn ich da bin, an der Mittellinie und zuschauen tun und noch finden tun, jetzt hast du einmal so reingeschlagen, jetzt dazwischen, jetzt sollst du aufhören. Dann kommt der zweite und dann fliegst du. Dann musst du nämlich gar nichts sagen, dann war der Spieler einfach zu blöd gewesen. Ja, aber da ein bisschen fest mit dem Stockeinsatz, das war ja recht spekulativ gewesen. Und jetzt auch wieder da. Immer der gleiche Scheiß mit umgreifen und heben. So, läuft eigentlich sonst noch. Ich glaube auf dem IFF Channel 1 läuft noch der Champions Cup Finale, kann das sein? Ja genau, also dort hat es 1000 Mal mehr Zuschauer. Stavrata führt gegen Wiedle mit 3:1. 15 Minuten gespielt, also ich hatte die 15 Minuten 4 Goal gehabt und mir bis jetzt 1. Und das hat gerade eins gegeben. Das ist richtig. Wiener verkürzt auf 3:2. So, eigentlich warten wir darauf, dass dann das Resultat eingeblendet ist. Was jetzt eigentlich der Spielstand ist, ist Stavretra und Wiener. Ja, aber sind das viele Vollposten dort? Ich glaube es nicht. Wie lange braucht man, bis man wieder anspielen tut? 200 Jahre? Ja, super, jetzt kann man ziehen und umstehen. Gott, bei uns in der Halle, ja, himmeltraurig. Und was ist das für ein Vollpfosten?
Ja, super. Jetzt haben wir dann 100.000 Diskussionen, wenn wir hier oben nicht rechts oben den Tasten drücken und dann einfach minus 3 machen. Gott. Ich gehe 1-0, gehen wir in Pause. Gott. Ja. Immer traurig. Cheers, Brews. Der vielfältige Kumpel in Grün. Männerpflanze.ch. Bleibt auch grün, wenn du blau bist. Männerpflanze.ch. Thank you.
Cup anyway, but they'll be happy with that, those fans. There's much to drum up support for in the second, because we've got a real battle going on in the Men's Champions Cup final. Stavretta opened up a 3-0 lead, and many Swiss fans... Ja, in Ostrava sind in der Pause. Jenska Ksenic hat den Torwächter und wieder riesige Unentschieden, 3-3. Und bei uns da ist 1-0 nach 2 Minuten 20. Mit einer Pause. Da können wir noch in Werbung bringen. Cheers, Blues. Der vielfältige Kumpel in Grün. Männerpflanze.ch. Bleibt auch grün, wenn du blau bist. Männerpflanze.ch. So, und die Wähler müssen wir gleich mal noch anpassen. Sport Awards, Pascal May ist ja dritter geworden. So, und die Pfosten an der Kamera, weil die anderen irgendwie noch hier vorne das Objektiv repetieren, ja. Bin ich ruhig, das ist Klappe oder so. Zum Glück sind wir jetzt ja auch für andere gewesen. So, jetzt fangen wir an. Vor der Vollpfosten, ist unglaublich. Thank you.
ziektewechsel. Lijnen vieren met IJsselnoos weer voor rechts naar links. Kaggerjaks voor links naar rechts in Wies. Das wär's gewesen mit dem Ausdruck. Ja, aber ihr folgt fest, das ist ein Medien Rage Fan. Ja, aber da liegt der Goalie relativ früh. Wir schauen jetzt einmal. Jetzt liegt er schon. Ja, und da muss ich noch drüber heben. Gott. Ja, genau. Da musst du Leute rausstellen für so einen Scheissdreck. Nein, nicht beim Fahnen schwingen. Immer der Scheiß. So, dann wollen wir sonst noch in die Programmvorschau. Also, nächste Woche am Sonntag, erst am 7. machen wir eventuell einmal nochmal eine Übertragung von der Launis. Jedenfalls am 1 spielt Limmatal bei der Hardau, das werden wir sicher übertragen. Und am 4. spielt U21. So, und jetzt kommen wir langsam zu dem Spielstand, wo wir uns erwartet haben schon. Und wieder. Wir haben das Spielsekretariat, kein Auge aufs Spielfeld.
Dan zijn 3 minuten en terwijl het rit aan de speak swing. Kick, we spelen daar maar blink die ik wel hier dat is het zijn in de wie moest de passen en ik ook gewoon af en weer beginnen. Het is met de nummer 17 15 op 15 op 28 weer al gebeurd. 10, 22, 0, 15. Zo dat ze gelijk zijn. Tweede Kronenpolo klokken dan. Was Anna, zeer interessant die randsportart is. Wil Darkard definitief op een fout, maar gar niet. Oh. Bam, boom, bang. Ja, genau. Ik had wonder gezien, wenn de goal in weg staat, wil einfach vor de Torlinie bist, wenn het spielgeschehen hinter dem Tor is. Gott. Schießen wir mal den Abend. Immer noch Preston, weil ich den Plastikstrahlstoß. Ja, der Goalie mit der Schere. Schnippt am Gegenspieler den Ball gerade mal von der Kille. Abpfiffen wegen hoher Stock. Kommt zwar ziemlich spät. Ziemlich spät. Also, wir müssen das sicher analysieren. Und melden uns dann gerade weiter. Aber das Goal ist jetzt mal aberkannt worden wegen hohem Stock. Ja, aber die staat. Nee, niemand! Sorry, wie blöd sind die eigentlich?
einfache Grund. Kontrolle. Ein Schuss, ein Schlag, der Ball ist drin, Graubereich, man kann darüber diskutieren, aber nochmal, man tippt den Ball sauber. Man kann nicht zweimal, man kann nicht dreimal, man kann nicht viermal umeinander stochern. Genau solche Aktionen, wo Kontrolle herrscht. Wo man eigentlich muss sagen, man kann es und darum macht man es auch. Ist im Graubereich immer ein bisschen das Auge zuzudrücken. Wenn man aber bewiesen hat, dass man es nicht kann, dann sagt man, ja, könnt gar nicht in den Graubereich rein. Wobei eben das Problem ist, dass der Schiedsrichter relativ schlecht steht. Um das überhaupt zu sehen. Er steht nämlich zu nahe. Dann schaust du nämlich von oben runter. Und dann meinst du immer, es ist zu hoch. Dann muss ich eigentlich sagen, okay, mein Winkel vom Gesehen her, wenn ich auf 1,80 bin und auf einen Meter runter schauen tue, auf 5 Meter Distanz, dann haben wir dort einen Winkel. Sprich, ich sehe nachher den Ball oder den Stock unter dem Knie. Aber das liegt auch noch daran, dass der Stock ebenfalls vom Bein weg ist und dadurch ich von oben runter schaue. Da musst du nur eine Linie machen mit Papier und zwei Distanzen. Dann ist jedes Mal auf der Höhe eine Differenz. Die musst du eben auch noch einberechnen. Und natürlich, wenn sie steht. Aber ich habe das Problem, dass man die Schiedsrichter viel zu wenig mit Mathematik, Geografie und Physik belästigen. Und mit dem weiss man damit ganz genau, was im Feld abgeht. Das erste Goal war ein Geschenk, also wunderbar. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Freulich ist, dass Bad Lauris auch mit viel Glück, aber doch, mehr hat sich aus eigener Kraft einmal noch etwas vor dem Goal kreiert. Jetzt sind wir dann gleich in der Hälfte. Thank you.
Schlafen und dann kommt sie ins Lot. Dann sieht jemand reagiert, einer, was schlimmer ist. Man läuft da zwei Blauen vorbei, die dann hinter einem stehen und bei der Schussabgabe gar nicht mehr machen. Die. Und die von der Seite kommt dann rein und versucht doch noch etwas zu blocken. Ja, himmeltraurig. Heute Friedenstreffer für UHC Nissan Sharks erzielt mit der Nummer 14 Kamanda Pumann auf Zuspiel von Nummer 7 Bettina Pfiffen. Zeit 31.06, Neuspielstand Global Zimmerheide 2, UHC Nissan Sharks 3. Nachdem es auf dem Spiel mega spannend ist, bin ich dann nachher in die Arbeit erledigen und jetzt sollte ich da ein paar Konfigurationen machen. Auch für nächste Woche. Thank you.
gibt's noch einen Shorthänder. Ja, aber hallo. Hallo, Urpenta. Ah nein, aber das ist schon final. Ah, das ist voll schön. Ja, aber hallo. Das schiebt mir durch, aber ich hätte nichts. Wenn wir Glück haben, dann... Bitte treffen wir uns auf den Knessnachschlags. Spielen mit dem Nummer 9, Sandra Schirr, als Vorzeit und zuspielen. Ja, aber immer traurige Matsch, immer blau. Ja, aber sorry, dann wirst du leben. Da geht so primitiv an, aber das Goal verhindern kann man trotzdem nicht. Ich meine, das sagt ja auch viel über die Qualität der Spieler aus. Nochmal kontrollierter Einsatz. Aber wenn der Gegner mal gefallen hat, wenn es eine Chance gibt, dann... Und dann hilfst du ja nicht um, wenn du auf die Strafbank gehst. Und du weißt, was du machst. Das ist das Problem, wie viele, die da auf dem Feld spielen. Selbst wenn es falsch ist, solange du weißt, was du machst, kann man es korrigieren. Wenn du etwas Wurst tust, dann. So, die Strafe geht noch 5. 2, 1, gut, Nestlau ist wieder komplett alleine, jetzt minus 1 in dieser Überzahl. UHC, Nestlau ist komplett. Was Foul, das ist super auf der Ball gewesen. Mit den Beinen und Banden zu machen, immer das Gleiche. Und da haben wir einen Vorteil laufen. Er muss auch mit dem Stock bestechen. Wenn sie ja schon die Bewegung ist weg und schiessen, wird sie kaum können. So. Weil sie gar keinen Druck auf den Stock bringt, auf der Hüfte. Je nachdem, wie sich euer Gegner bewegt, hat er Chancen und eine Sache, die er nicht machen kann. Und immer nur das machen, verhindern, wo gefährlich wird. Vielfach. Das Problem bei den meisten Spielern ist nicht, dass sie nicht angehen können, sondern nicht, dass sie wissen, wenn sie nicht angehen sollten, weil es einfach keinen Sinn machen tut. Wechsel machen. Nein, ich habe mal gesagt,
dass er immer mehr auf der anderen Seite von Spuri ausgeführt wird, stehen. Anstatt dass er runterläuft und einfach sagen, dann kommen zu mir. Finde ich gut. Finde ich gut. Das ist immer, wo steht man, wenn hinten das Goal, der Ball ausgeführt wird? Links oder rechts? Und sie sagen, ist scheißegal. Es kann Sekunden gehen, dann ist der Ball so wieder auf der anderen Seite. Und immer hin und her rennen und sie sagen, oh, dann würde ich nur lang und schlank und auf das habe ich keinen Bock. Ja, aber hallo! Hast du es nicht gesehen? Das ist jetzt eine himmeltraurige Aktion vom Schiedsrichter. Das ist ja unter jeder Sau, hey. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Ah, und jetzt hat sie wieder das Gold. Ja, genau, wenn man damit singt. So, also da haben wir das Goal. Weiter Treffer für die UHC, Messerschaft, ja, Nummer 4, Bitterbilder. Wenn wir doch einfach mal eine Sekunde. Ja, aber du musst ja viel früher eine Pfeife. Ich habe wieder kontrollierten Stock gesagt. Das Goal für Hochstock gibt man nicht, obwohl dort kontrolliert auf schön auf den Ball geschlagen wird. Auch in der Grauzone, wo man sagen, regeltechnisch kein Vorwurf. Aber da das Goal, das dann einfach gewurschtelt wird, das können wir das jetzt ja bringen. Da, einmal, zweimal, dann beim Übergehen tippt man den Goalie noch am Bein. Da musst du früher abpfeifen. Das Goal hat einfach nicht verloren. Dann musst du einfach genau... gut. So. Da kommt der Ball. Gut, da wird er einmal schlagen, zweimal, einmal auf oben runter vom Stock. Dann da tippt man das Bein. Und dann hat man den Ball doch noch rein. Also wenn der Höchststock nicht ist, dann muss da etwas geben. Das ist einfach mal, oh, Ball ist frei, hauen wir mal drauf. Kontrolliert. Ich wüsste es. Ich sage nicht, das ist schlecht, das ist gut. Dort haben wir einen Höchststock, kontrollierten Einsatz. Da ist es gewusst vor dem Goal. Vor dem Goal, in meinen Augen, drauf gehen. Beim ersten Mal, Ball ist frei, aber der typische Goalie. Dann haust du mal oben runter am Gegner auf den Stock. Und dann willst du natürlich, ja, ich will meinen Ball von links nach rechts über dich, aber der typische Goalie am Bein. Dann muss ich eben auch sagen, wenn die Berührung nicht stattfindet, hast du kontrolliert, du bist nur auf dem Ball, alles ist gut und wir können weiterspielen. Aber der Fuck, der muss auch früher abpfeifen. Ja, das ist ein wunderbares Goal. Er läuft über den Hauze einfach rein. Es geht um Kontrolle. Was mache ich mit dem Ball? Habe ich es im Griff? Habe ich es nicht im Griff? Ich meine, ich habe auch nicht zu den Glücklichen gehört, die gut waren.
ob ich auch mit dem geschafft, was ich kann. Also, wir schauen das mal an. Also, man läuft. Ja, aber das macht gar Spass ohne. Goal für Lioness. Torschützin mit dem Nummer 21, Johanna Tienis. Ja, der hätte man etwas früher können angehen. Neue Spielstand. Nein, der Mitspieler ist ja oben runtergekommen, wenn der Pass gekommen wäre. Eben, dass man versucht, den Schuss zu blocken bzw. den Pass früher zu provozieren, damit die Kollegin, die zurückrennt, reinlaufen kann. In dem Moment, wo sie dann auf den Ball gegangen ist, muss man sagen, du, aber jeder Querpass, der jetzt noch kommt, dann hat ja deine Kollegin, also, und das sieht jeder in dieser Halle, dann wird sicher nicht übergespielt. Aber für den Block bist du spät. Die früher versuchen, den Block zu setzen und dann darauf spekulieren, dass ein Wendepass kommt, dass die Kollegin doch noch reinlaufen kann. Vor allem, dass er hier ist, der Linksauslegerin ist doch gesehen. Linksauslegerin, ja, schon da, wenn ich das auch so eingelegt. Ja, es war eine Linksauslegerin in der Mitte. Sprich, da muss ich auch sagen, der Ball geht dann noch, muss noch 2 Meter weiter gehen, dann muss richtig gut kommen, damit sie ihn so kann, auf den Vorhang, dass sie gar nicht abdrücken. Und das Niveau haben wir vom heutigen Tag noch nicht gesehen. Darum hätte ich nicht ähnlich spekuliert. Aber eben, wer bin ich schon? So, jetzt schauen wir uns noch die Highlights an und ja. Vielleicht gibt es noch eine Werbung.
Cheers, Bruce. Der vielfältige Kumpel in Grün. Männerpflanze.ch. Bleibt auch grün, wenn du blau bist. Männerpflanze.ch.
So, herzlich willkommen zu hoffentlich den letzten 20 Minuten von heute. Ja, langer Tag, langes Wochenende. Und nächste Woche sieht es ja wieder volles Programm aus.
No, straf. Straf. Ja, maar hallo, steep voor, want daar in de hoek komt huis de gek naar om. Dat kijk gestraft, vind je goed. Daar is het indirect, of wat? Ja, genau, wenn de arm schräg is, is er ook indirect. Also, du hast es wenigstens mal gesehen. Und dort wird die einen behandelt, weil sie umgefaxt worden ist. Kontrolle. Immer Kontrolle. Wird die andere wieder umgefaxt, geschreckt den Arm in den Rücken. Aber es gibt keine Strafe, das muss ich ja sagen. Nein. So musst du gar nicht angehen. Selbst wenn sie nicht geht, dann musst du einfach fliegen. Jetzt ist die Frage, ob man in der letzten Viertelstunde die Schiedsrichter das Spiel aus der Hand geben oder ob sich das Team und Teams unter Kontrolle haben. Der Spielstand ist zwar ein bisschen anheizend, was primitive Spielweise angeht. Und ja gut. Meistens ist auch immer das Team, das hineinliegt, hat etwas mehr Motivation zum Grenzen bis zum Ausloten. Grenzen bis zur Grenze ausloten. Ja, super, Grenze ausloten. Und der Kollege rennt oben, der Kollege rennt oben. Und jetzt müsst ihr stehen. Und zwar dort, wo der Ball muss sein. Ein schneller Anzeiger, dann muss bam bam gehen. Und dann muss jemand dort stehen. Ich weiss ja nicht, was die gelernt haben in ihrem Stellungsspiel, aber der ihnen das beigebracht hat, der müssen wir eigentlich ziemlich fest den Arsch verhauen. So, genau, jetzt rennst du hin, dort wo du musst sein, genau. Und jetzt der Arm muss er, genau. Oh Gott. Arm raus, Arm innen, hier rennen, Arm raus. Und alle Spinnen, die für mich sind, wo müssen wir hin? Der darf nicht gerne eins hauen. Nein, ich meine, als Spieler hast du schon mal verloren. Irgendwann wird dein Mitspieler abgekackt, du pfiffst, da steht hin, wo er muss sein. Du musst den Arm rausheben, dann hast du 5 Sekunden und dann findest du, komm, jetzt haben wir den Arm wieder rein. Haben die eh alle gesehen, dann, wo ist er, für wen ist es? Und ich sage, was haben die 5 Sekunden lang gemacht? Noch die Eier gekrallt oder was? Ja, bei Junior ist es ziemlich schlimm. Letztes bin ich in die Uhr rein, muss ich sagen, ja. Die haben noch ein bisschen anfangs so gespielt, so genau. Thank you.
Ja, ik een zeer schlauwe wachsel gezien. Hoe wie de trainer had ze gezegd. Ja, jetzt hat man Zeit zum Wechseln, aber die Idee, nein, man macht die Idee. Zwei Minuten. Tja, wenigstens sieht es nicht nach Verlängerung aus, wobei der Trainer hat mich ja noch gewarnt gehabt von der Lioness. Wenn sie jetzt Eis hat. Es hat noch Verlängerung. Oh, fuck. Und komm, fangen wir davon an. Ja, genau. Wenn es noch Verlängerung gibt, dann hau mal. Das läuft echt das Zweite am Ball für mich. Der Ball geht auf den Pass und niemand setzt den Block. Ja, mein Jürgen. Okay, du kannst auf den Pass gehen, aber den musst du noch haben. Den musst du noch, weil den Block kannst du nicht mehr setzen. Und ich bin innen der, der eben. Ich hätte jetzt nicht den Block gesetzt, dass ich schwer und breit bin und der Ball hätte ich zu langsam für den Pass, aber genug breit für den Block. Tja. 5, 9, 4 Sharks, 4 Sharks, 5. Und am Schluss ist es immer das Gleiche. Wenn du alles richtig machst, schreckt sich niemand auf. Zweimal blockt jetzt der Gegenstoß. Ja, aber hat er mich blockt. Ja, jetzt Defense Power. Oh, blockierende Stockers. Von der von links, die rechts nicht. Und dann die andere geht recht. Der Arm recht hoch. Also eben, wenn der Ellbogen einen 90 Grad Winkel macht und dann irgendwelche Impacts sind beim Gegner, dann kann man davon ausgehen. Ja, und also, ich sehe da den Schuss, der Ball. Jetzt ist er noch auf der Linie. Jetzt ist er noch auf der Linie. Jetzt kommt der Schutz noch vergehen von der Weißen. Also, und jetzt ist er hinter der Linie. Also, wenn jetzt nicht hinter der Linie wäre, müsste jetzt der Penalty geben. Und jetzt steht die Blau drin. Ja, das ist eben nicht gestartet. Ja,
Also, heute ist die Korrekte zu installen, ein Volk zu Volk. Jetzt muss ich mal am Sissen den Stinkefinger zeigen. So. So, jetzt müssen wir dann noch ein paar Lösungen finden, wie wir das machen können. Ja, in Zukunft, wenn man den Meisterschaft spielt, will, dass das gerade anlaufen tut, weil ich dort die Karte tue. Ja, ich weiß, noch der Bucket zu Feature. Kein Tor? Ja, super! Also, was ist denn so? Hat irgendjemand vergeben gesehen? Ich habe nicht gesehen. Ja, das ist ein Hochstock. Ja. Der ist klar, ja. Der wird kontrolliert, aber der ist definitiv zu hoch. Der ist definitiv zwischen Knie und Hüfte. Also 50% drüber, nicht im Bereich. Ja, aber eben, jetzt lernen wir es mit Oberwasser. Mal schauen, ob die Sharks da etwas machen können. Und sonst gibt es eine beschissene Verlängerung. So, dass wir schon zwei Tage Kanupolo gemacht haben. Genau, und stehen bleiben muss man auch nicht, dann wollen wir den Rücken zum Goalie, weil das ist passive Goalie-Behinderung. Aufnahmepunkt 3 Meter und einfach wegbewegen. Bewegung Richtung Goalie wäre aktiv. Das heisst, jedem in 90% von den Spielen können wir einfach mal einen Zweier geben. Aber es macht eben keine Sau. Selbst die ganz klaren, was Schweizer Fans darüber finden, das muss 2 Minuten sein, wird nicht geben. In Sachen Goalie-Behinderung stehen uns noch rechte Entwicklungsschritte bevor. Wird man das auch nur ansatzweise endlich mal so umsetzen, wie man es gedacht hat. So, jetzt durch seine Wurzeln. Oh Gott, es geht um. Nein, ich will keine Verlängerung. Ich wüsste keine mehr. Ich will keine Verlängerung. Ich hab keinen Bock. Hey, stopp mal wieder rauf! So, jetzt haben wir sogar noch einen Check. Nein, bitte. Da
En Ella, goed als die neusje kreeg. Ja, weet je, David, kom ze wachten. Van training, Tel is hier. Maar ik kan geen. Ja, genau. Die vijf Schussbrüche. Eben, wenn man ein bisschen auf den Stock steht und bla bla bla. Aber genau das sind die, die man sowieso pfeifen sollte. Du kannst immer noch irgendetwas verkaufen, sonst irgendetwas. Aber. Das sind genau die Leute, die wir holen. Da muss ich nicht halb so bleiben. Ja, genau. Dann die Moment, wo die Spieler härter werden könnten, wäre so ein Scheiss. Ja, der hat fünf Schaben. Ja, aber ich habe gar nicht besser gemacht. Ja, eben, Kate oben rum, wir müssen schauen. Ja, dann spielen wir weiter. Und wenn wir das sehen, dann verstehen wir das eben. Jawohl, jetzt haben wir wenigstens etwas im Frontisch. Und leider ist es ein Last Timeout, aber die Taktik ist wieder ein Fehler. Du kommst zusammen, die Trainer kommen zusammen, dann warte ich, bis der Schiri pfeift, wir sehen, dass der Bulli kommt, dann zeigst du halt einen. Und jetzt sehe ich das richtig, dass das Thema gar nicht gelaufen ist. Weil Nesslau ja gar nicht zurück. Ja, willst du mich jetzt verarschen? Also Nesslau steht ein bisschen auf dem Feld, geht nicht an, mit fünf Timer nicht an, dann wird weitergespielt. Hallo? Verlängerung, ja, ja. Ich will heim im Football schauen. Ja, jetzt müssen wir gehen, das ist das Zweite und viel schneller. Und auch da muss ich hin, jawohl. Elfi, endlich mal jemand mit ein bisschen Intelligenz auf dem Feld. Jetzt spielt der Ball früher. Also sie hat den Ball, sie kann spielen, dann muss sie noch mal büscheln, damit sie den Ball spielen kann. Und dann wird einfach irgendwie gerannt aufs Goal. Komm, jetzt spielen, da ist noch jemand mehr jetzt. Genau, Ball raus. 55. Ja, aber wieso kommt er nicht an? Himmel traurig. Spielen das Zeug sauber. So, und dann sehen wir jetzt auf der rechten Seite noch die Hooligans. Timeout, Linus. So, jetzt sind Linus hier das Timeout. Gott, wenn man den Match schaut, dann langt man sich ja nur an den Kopf, wenn es um Sachen abläuft. Ah, I am too old for this shit. Believe in me.
Ik kan zich altijd over soccer picture in goal, maar daar heb ik het niet. Oh god. Nee, die met dat niet. Oh, hij heeft een verlenging. Ik heb door het schoten. Ja, daar zie ik dat we gar niet hebben bewerkt. Dat is het ene knortige spiegel. Ja, ja. Het kan zich in die een of de andere richting lopen. En eben, die Giri zijn ook niet überzeugt, in mijn ogen, die primitiefste vergeven, wie zich gestoßen wekken van de Lernis, heeft men niet gehandeld. Dabei is het problematisch bij dat beschissene Stellingsspiel. Im Endeffekt zu wenig Insein hinter dem Goal. Man versucht auf die Torlinie zu bleiben und blickt richtig Tor. Anstatt dass man hinter das Goal geht und dort die Nähe sucht und vor allem auch den Spieler ausweichen durch, weil es im Weg steht. Und Uhrzeit ist dann Sharks. Lines 5, Sharks 6. Aber das ist doch gute Leistung. Für die Liga, da gibt es so viel Schlimmeres gesehen. Und, ja. Aber eben, mit allem Potenzial. Für die Eglinger mit dem Nummer 28, Vera Kirchner. Beste Player-Krise werden gesponsert von Goldstock Kuschel. Bestplayers sind drinnen, jetzt noch Handshakes. Gut, dann gehen wir ins Highlights und nachher sind wir fertig. Ja. Hat mich gefreut und ja, mal schauen, wenn ich am 19. wieder Bock kann. Ja, und sonst auf irgendwann mal, und wer Lust hat, mal das Zeug auch mal zu machen, ja, ich könnt euch melden, wobei das macht eh niemand. Also, schön zusammen, macht's gut.
Thank you.